Und wir jumpen weiter nach den Feministinnen zu den Streikenden in Ryanair. Der Streik in Ryanair ist wichtig für die Mitarbeiter und auch für die Passagiere, denke ich manchmal. Sprecht! Hi, good afternoon to all of you. We are very honored to be here and to be part of this solidarity movement. As you can see us today, we are united cabin crew and pilots coming from different countries. Our company has tried so many times and so many ways to separate us. And yet, especially today, we stand together. Today we would like to share with you our anger, fear and hope. Anger against Ryanair policy of bullying and retaliation to make us feel weak and under their control. Fear because in these days our colleagues based in Bremen are facing the closure of their base without knowing where to live tomorrow or knowing if they still work for this company that is wasting time to fire them individually. And yet, especially today, we want to unite their strength to ours and fight together. Hope that Ryanair will truly be open to negotiate with us better working conditions. Hope that Ryanair realize how much powerful and amazing employees we are and how much we do care of our passenger every day. And one day, you might be one of them. Finally, on behalf of the captains, first officer, and the cabin crew on board today, we would like to thank you, Germany, to support us. We hope to see you again in our flight or fight together. Fly safe and sound. Ja, danke. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Lukas Budde, Teil der Tarifkommission und Pilot bei Ryanair hier in Schönefeld. Und ich möchte noch kurz was sagen. Wir glauben, dass wir mehr Rechte in Unternehmen brauchen, in denen steilzeitkapitalistische Manager die Beschäftigten drangsalieren und mit Existenzängsten spielen. Auch als Ryanair-Piloten fordern wir gemeinsam mit mehr als einem Dutzend Gewerkschaften in ganz Europa ein Ende dieser Repressionen, die in unserem Unternehmen an der Tagesordnung sind. Als eine Crew stehen wir in diesem Kampf zusammen. Zugbegleiter und Piloten. Gerade gestern hat Ryanair die Piloten auf der Station Bremen angeschrieben und mitgeteilt, dass die Station geschlossen wird. Die Piloten sollen bereits am 5. November in weniger als 3 Wochen auf eine andere Station in Osteuropa oder Nordafrika versetzt werden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, bis nächsten Montag ihre Präferenzen anzugeben, sich zu entscheiden. Andernfalls droht ihnen eine Kündigung. Diese Strafaktion ist eine perfide Reaktion auf unsere Streiks in den vergangenen Wochen und wir können nicht dulden, dass uns damit letztlich unser Streikrecht genommen werden soll, mit dem wir genau gegen diese Schikanen vorgehen müssen. Als fliegendes Personal haben wir aufgrund eines überalterten Gesetzes kein garantiertes Recht auf einen Betriebsrat, der uns zum Beispiel Kündigungsschutz gewähren würde. Das regelt der Paragraph 117. Dieser Paragraph muss geändert werden. Auch Flugbegleitern und Piloten muss ermöglicht werden, einen Betriebsrat zu wählen, wenn das Unternehmen Tarifverträge verweigert und jedes Schlupfloch ausnutzt. Dies steht auf den Flyern, die wir jetzt verteilen. Lasst sie fliegen und schickt sie weiter bis ans Brandenburger Tor, damit die Message gehört wird, unsere und eure Stimme. Vielen Dank für eure Unterstützung. Unser Chant ist No rights, no flights, Ryanair must change. 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 Vielen Dank. Tausend Dank für alle Aktivistinnen, die hier waren. Es ist total blöde Rolle hier, den ganzen Leuten. Ihr lernt sie nur erst kennen, damit ihr euch ihnen anschließen könnt, nicht wahr? Das ist erst der Anfang, deswegen diese kurzen Worte.